falls du dich schon immer mal gefragt hast, wie du wirklich Fortnite in einer anderen Auflösung bzw. einem veränderten Format spielen kannst, dann bist du hier genau richtig, denn heute zeige ich dir in wenigen und vor allem sehr, sehr einfachen Schritten, wie du wirklich Fortnite in einer individuell angepassten Auflösung bzw. Format spielen kannst. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß hier mit dem Video und let's go! Und bevor das Video beginnt, wollte ich dich nochmal darauf aufmerksam gemacht haben, kurz meinen Kanal zu abonnieren und gleich mal die Glocke zu aktivieren, um einfach nichts mehr rund um Fortnite zu verpassen. Ich bringe hier nämlich speziell alles rund um Skin-Kombinationen, Skin-Rankings und vor allem auch individuell angepasste Auflösungen. Deswegen würde ich mich jetzt mal sehr über deinen Support freuen. Außerdem kannst du mich noch mit jedem getätigten Kauf im Fortnite-Gegenstand-Shop mit meinem Support-A-Creator-Tag FAR-Gaming dort supporten. Also das würde mich echt freuen, das wäre echt krass von dir. Deswegen kannst du meinen Tag mal gerne bei unterstützen. Zu einem Creator im Fortnite Gegenstandshop eintragen und mit dem nächsten Kauf mich einfach dort dann unterstützen. Und für die Leute, die sich einfach fragen, yo, du hast doch schon mal so ein ähnliches Video gebracht. Ja, das stimmt. Ich habe hier oben mal verlinkt auch ein Video gemacht, wo ich euch gezeigt habe, wie man wirklich 4:3 Stretched in Fortnite einstellen kann. Nur meiner Meinung nach habe ich das Ganze nicht perfekt erklärt, sage ich mal, und es entstanden daraufhin auch viele, viele Fragen von euch. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach mal noch in einer besseren Qualität, weil ich meine, das ist auch fast schon ein halbes Jahr her, seitdem ich dieses Video hochgeladen habe, und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach nochmal in einer besseren Qualität und besser einfach erklärt dieses ganze Video nochmal aufzunehmen. Und hier ist es auf jeden Fall. Ich wünsche jetzt einfach dir nochmal ganz viel Spaß hier mit dem Video und wir beginnen jetzt sofort hier mit der Erklärung. So, auf meinem Desktop angelangt, benutzen wir einfach mal die Tastenkombination Windows und R, um dieses kleine Ausführen-Fensterchen hier zu öffnen, wo %AppData und % draufsteht. Dann klicken wir einfach mal auf OK und gehen auf den Reiter AppData. Dann unter Local findet ihr den Ordner Fortnite Game. Hier unter Epic Games Launcher klicken wir einfach mal auf den Ordner Fortnite Game drauf. Dann auf Saved, dann auf Config und dann auf Windows Client. Falls euch das Ganze zu schnell ging, könnt ihr das ganze Video nochmal zurück scrollen und dann auf jeden Fall das ganze Video einfach in der halben Geschwindigkeit anschauen. Dann denke ich, können mir auf jeden Fall die meisten von euch folgen. So, im Windows Client Ordner angelangt, machen wir jetzt einfach mal bei Game User Settings einen Rechtsklick und dann öffnen wir hier einfach mal die Eigenschaften. Und falls bei euch jetzt ein Haken bei Schreibgeschützt drinnen ist, dann müsst ihr diesen auf jeden Fall mal entfernen, dass ihr halt Änderungen vornehmen könnt. Also falls bei euch jetzt so ein Haken drin ist, müsst ihr den auf jeden Fall entfernen und auf Übernehmen klicken. So, dass kein Haken mehr drin ist. Jetzt klicken wir nochmal rechts und hier einfach mal auf Bearbeiten. Und dann seht ihr hier auf jeden Fall eine ganz, ganz große Liste von ganz vielen Zahlen und so weiter. Aber wir brauchen hier nur 4 Zeilen und zwar diese ganzen Resolution X und Y Zeilen. Das ist nämlich ganz einfach und jetzt kommt es darauf an, welche Auflösung ihr einstellen möchtet. Falls ihr die Auflösung 1080x1080 einstellen möchtet, löscht ihr mal hier die obere Zeile und gebt einfach 1080 und mal 1080 ein. 1080 steht hier unten schon und das gleiche machen wir auch hier, also 1080x1080. So, falls ihr das haben möchtet, müsst ihr einfach auf Speichern dann da oben klicken, aber wir wollen ja jetzt 4:3 haben und deswegen klicken wir nochmal hier drauf und 4:3, das 4:3 Format ist ja die Auflösung 1440x1080. Das geben wir jetzt hier mal kurz ein, 1440x1080 und hier unten auch nochmal 1440. 1440x1080, das ist jetzt nämlich das 4:3 Format. Wir gehen jetzt hier oben mal bei Datei, speichern unter und löschen das hier einfach mal und geben einfach 4:3 Format ein. So, easy. Und dann können wir das Ganze speichern. So, dann ist das Ganze jetzt hier gespeichert. Ihr könnt das hier sehen, 4:3 Format. So, das haben wir jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt hier nochmal auf Speichern. Und dann ist das Ganze jetzt hier schon mal gespeichert. Jetzt ist es noch ganz wichtig, dass ihr auf Game User Settings geht, einen Rechtsklick macht, auf Eigenschaften und dann nochmal schreibgeschützt aktiviert, so dass sich das Ganze nicht automatisch verändern kann. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. So, dann können wir einfach diesen Ordner mal schließen. Und jetzt ist noch ganz wichtig, was ihr machen müsst. Und zwar müsst ihr auf euren Desktop nochmal gehen, einen Rechtsklick machen und dann auf Nvidia Systemsteuerungen. Falls ich wirklich ein Tutorial für die AMD-Grafikkarte bringen soll oder sogar für die PS4, dann lasst es mich doch gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Ich bringe ja jetzt hier nur ein Tutorial für die Nvidia-Grafikkarte. Und falls ihr das Ganze auch für AMD oder sogar für die PlayStation haben möchtet, dann lasst es mich, wie gesagt, mal in den Kommentaren wissen. So, aber wir sind jetzt hier einfach mal in den Nvidia-Systemsteuerungen. Dann gehen wir hier einfach mal auf Anpassen und müssen natürlich auf benutzerspezifische Auflösung erstellen klicken. Und dann können wir hier einfach nochmal die Auflösung eingeben, falls ihr, wie gesagt,
1080x1080 vorher eingegeben habt, dann müsst ihr hier auch 1080x1080 eingeben. Falls wir aber jetzt 4 zu 3 haben wollen, dann müssen wir hier auch 1440 wie gerade eben eingeben und 1080 steht da schon. Dann klicken wir jetzt einfach hier mal auf Test und dann seht ihr hier schon, dass das ein wenig verzogen ist, aber so wollen wir es ja auch haben, sage ich mal. Wir klicken jetzt hier einfach mal auf OK und klicken hier oben bei Benutzer definiert einfach auf 1440x1080, was wir uns gerade erstellt haben. Und das können wir jetzt im Grunde genommen auch schließen. Und ich sage jetzt einfach mal, ich öffne jetzt mal kurz Epic Games bzw. Fortnite. Und wir sehen uns dann direkt mal in Fortnite wieder, ne? So in-game angelangt könnt ihr auf jeden Fall schon sehen, dass Fortnite noch nicht auf meinem ganzen Bildschirm gestreckt wurde. Und das können wir ganz schnell beheben. Und zwar gehen wir hier einfach mal auf in die Fortnite-Einstellungen hier. Und klicken hier einfach mal einmal links. Und dann kommen wir hier auf Vollbild im Fenster. Und ihr könnt hier schon hier grau sehen, 1440x1080, also 4 zu 3. Falls ihr das wirklich anwenden möchtet, klickt ihr ja einfach mal unten auf Anwenden und ihr habt 4 zu 3, Leute. Das ist das ganze Hexenwerk und ich zeige euch jetzt hier nochmal den Unterschied zwischen 4 zu 3 wirklich und 1920x1080 und das ist jetzt nochmal hier Vollbild, also 1920x1080, sprich 16 zu 9. Jetzt klicken wir hier einfach nochmal auf Vollbild im Fenster, also 1440x1080. Das mache ich jetzt hier nur, um euch das Ganze zu demonstrieren und ihr seht hier, das ist ein wenig gestretched. 1080x1080 ist natürlich noch etwas mehr gestretched. Ich persönlich bevorzuge halt lieber 1080x1080. Das ist aber alles Geschmackssache und mit was man halt einfach besser spielen kann. Hier oben ist mein Video verlinkt. Dort habe ich euch die 6 besten Stretched Auflösungen, also Stretched Resolutions vorgestellt. Also falls ihr das nicht verpassen möchtet, dann klickt hier oben gerne mal auf diese Infocard. Und falls dir dieses Video geholfen hat und du möchtest, dass deine Freunde auch mal 4 zu 3 ausprobieren, dann kannst du dieses Video doch gerne mal an deine Freunde teilen, die das Ganze auch mal ausprobieren wollen und ich würde jetzt mal sagen, kannst du mich noch persönlich gerne abonnieren, falls du einfach nichts mehr rund um Fortnite Auflösungen verpassen möchtest und dann gleich die Glocke aktivieren. Außerdem kannst du den Ersteller oder Erspieler genau von dem Gameplay, was am Anfang im Hintergrund gelaufen ist, unten in der Videobeschreibung abchecken. Ich finde, das ist ein krasser Spieler, benutzt persönlich auch 4 zu 3, also nicht 4 zu 3, ich glaube 1080x1080 benutzt er, also check den gerne mal ab, ist ein echt verdammt guter Spieler. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß hier mit meinen nächsten Videos, die du auf jeden Fall hier in der Endcard findest. Haut rein und Peace!